Na, dann brauchen wir doch mal unser letztes Medkit auf. Was soll's? First Aid mich, ja. First Aid mich, ja. First Aid mich, ja. Und fertig. Noch dreimal kann man es benutzen. So. Hier bei Eris. Und hier war ja eigentlich auch das, wo wir hin mussten. Aber nein, ich musste mich ja wieder in fremde Angelegenheiten einmischen. So, das Twistler City. Geht das Monster zu Elves? Ah, also da gehen meistens nur Elfen hin. Denn das Wort Twistler ist elfisch für keine Ahnung was. Das Place. Obwohl es ziemlich runtergekommen aussieht, hat es eine also eine gute Reputation dafür, einer der sichersten Plätze zu sein, die es gibt in den Barrens. So, der Zwerg, der da arbeitet, sieht leicht grünlich aus oder gelblich. Sehr seltsam. Brauchst du einen Platz zum Bleiben oder was? Dann bist du hier am richtigen Platz. Ich reime gerne und das ist dir sicher. Wenn du zahlen kannst, dann. Ja, sicher, dann. Mache ich dich zum Stricher, Mann. Ja, auf jeden Fall. Es wird im Voraus gezahlt. So, ja, ich brauche bloß einen Platz zum Übernachten. Ich rede mit dir später. Ah ja, da ist doch schon. So, gibt es hier jemand, der Tabessa's Shale heißt. C auf jeden Fall. Tabessa Shale, ja, sie ist hier. Sie hat sich seit Tagen in ihr Zimmer eingeschlossen und lässt einfach niemanden rein. Nicht mal zum Saubermachen, Junge. Wenn du denkst, dass du ein bisschen mehr Sinn in sie reinquatschen kannst, dann sei mein Gast. Ich werde mit ihrem Raum verbunden via Videophone. Der Bildschirm bleibt schwarz. Aber die Frau, die antwortet, identifiziert sich selbst als Tabitha. Worte fallen aus meinem Mund, um sie zu beeinflussen, dass sie doch. Ich rede mit ihr, um sie davon zu überzeugen, dass sie sich meiner sicher sein kann, irgendwie, bla bla. Nach einiger Zeit sinnlosen Quatsches überzeuge ich sie, dass ich Michaels Bruder bin. Und ja, sie lässt mich in ihr Apartment rein. Es wäre auch viel zu kompliziert, hier einfach das Gespräch schnell zu skizzieren. Und deshalb wird hier einfach in einer Metaebene gesprochen. Warum nicht? So, hübsche Rothaarige. Der Wetter Shale öffnet die Tür, als ich ankomme. Sieht so aus, als hätte sie in einer Woche nicht mehr geschlafen. Sie lädt mich ein, einzukommen. Aber ihre Augen bewegen sich nervös durch den Raum. Sag mir etwas über Michaels letzten Shadowrun. Ich weiß nicht so viel darüber. Wir wurden angeheuert bei einem unbekannten Mr. Johnson. Über Celeb, ob das auch ein Ort, eine Matrix-Stätte oder ein Kerl ist, weiß ich nicht. Und to track down a location. Wir sollten einen Ort in Celeb Shite ausfindig machen. Ich habe gleich einen Rückzieher gemacht, nachdem ich dieses Angebot erhalten habe, sodass ich nicht in den Deal mit involviert war. Aber Michael sagte, dass er Eriscon stoppen wird. Und dass er. Ich habe keine Ahnung. Celeb's not our normal Johnson. Also Celeb ist dann doch der Typ dieser Johnson. Weißt du, dieser Celeb ist nicht unser normaler Auftraggeber. Wir gehen normalerweise zu einem Johnson mit dem Namen Mortimer Reed. Derjenige ist im Penumbra-Distrikt zu Hause, in einem Restaurant namens das große Rhinoceros. So, was kannst du mir über Celeb Whitemore erklären? Was ist mit diesem Eriscon? Celeb Whitemore? Er ist ein Auftraggeber, sein Johnson, Michael und ich.
Achso, er ist ein Auftraggeber, den Michael und ich häufiger benutzt haben. Ich traue ihm nicht. Und wer weiß, was diese Elfen im Sinn haben. Matt in Icarus Descending sitzt. Also findest ihn an in Icarus Descending. Da hängt er meistens ab. So, wer ist dieser Eris Co? Boris Eris Co ist ein kleiner Fixer, der in einem verlassenen Greenhouse in Redmond arbeitet. Da waren wir schon mal drin. Alles für einen Dollar. Das ist Boris. Oder Nguyen in diesem Fall. Er ist wahrscheinlich der Letzte, der Michael lebend gesehen hat. So. Ich suche nach einem guten Runner. Möchtest du gern mitkommen? Oder danke für deine Hilfe. Na, ich würde erst mal fragen, aber es sieht nicht so aus, als würde sie gern. Auf keinen Fall, Junge. Ich liebe den Michael, aber ich plane nicht, mich zu ihm zu begeben, in den Tod quasi. Damals wanted Michaels Team out of the way. Also jemand sehr Mächtiges wollte, dass Michaels Team von der Bildfläche verschwindet. Und ich will nicht Teil eines solchen großen Machtspiels werden. Wow. Die Tür ihres Zimmers explodiert nach innen. Was es ein wenig schockiert hinterlässt. Und ein Blitz von automatischem Feuer durchzieht besser. Und ja, bringt mich dazu, Deckung zu suchen. Als der Kugelschwarm sich lichtet, springe ich auf meine Füße zurück. Ich renne durch diesen Rauch und sonst was und sehe einen Augenblick von einer Figur, die in Rot und Schwarz quasi ja, gekleidet ist und die sofort wieder im Korridor verschwindet. Renne zurück in Tabessas Zimmer, aber da sind keine Lebenszeichen mehr. Ich sehe einen Holopick neben ihren ja, Habseligkeiten und nehme es an mich. Holopick, David Williams Owlfeather, Salishide Rangers Wilderness Patrol. Aha. So. Na, ja, das war interessant. Jetzt habe ich gleich 10.000 neue Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Aber warum denn nicht zu demjenigen, der meinen Bruder zuletzt gesehen hat, der zeitgleich auch Mr. Johnson ist, wo wir dann wahrscheinlich mal wieder einen kleinen Auftrag bekommen. Also, zurück in die Redmond Barrens. Jupp, 40, jupp. Und viel mehr Geld habe ich dann gar nicht, also vielleicht noch 200 oder so. Wir schauen mal. 279. Immerhin. So, ins Greenhouse. Das war hier oben, glaube ich, irgendwo. Nein, das war das verlassene Gebäude. Mit den Ghoulen und allem. Ah, so, mein Kaffee ist leer. Dann sollte mal langsam wieder Action kommen hier. Das hier, das war das, doch das mit den grünen Dächern, das war das Greenhouse, genau. Also das einzige Licht aus in diesem Greenhouse kommt durch die Dachleuchten, also Dachfenster. Dadurch gibt es sehr seltsame Schatten. Und an einem runtergekommenen Tisch sitzt ein Mann, der sich unter seinem großen Hut versteckt. Kommt schon rein! Aber pack deinen Quetstick hier in den Slot, bevor wir weitermachen. Zeit ist Geld, mein Junge. Oh, was ist deine Geschichte, Chama? Ich suche nach Informationen und ich rede später mit dir. Ich suche nach Informationen. Information ist genauso wertvoll wie alles andere. Wertvoll, keine Ahnung. Ich habe eine Flatrate für Informationen. 500 Dollar für alle Informationen.
Um Voraus, bitte. Also bezahl diese Gebühr und ich sage dir alles, was ich weiß. So, nee, Junge, lass mal. 500 habe ich nicht. Komm wieder, wenn du das Geld hast.